Aber bei ihr war auch ein anstrengender Tag und deswegen war wahrscheinlich irgendwas ein bisschen aufgebrachter formuliert und deswegen habe ich ein bisschen abgedreht. Hey! Schön! Guten Morgen! Oh, du bist meine Rettung, Anna. Schön, dich zu sehen. Ach, wieso? Ja, die Nacht war ein bisschen kurz und irgendwie, und ich dachte so, ich werde nicht wach und jetzt sehe ich dich, jetzt bin ich wach. Wie schön. Guten Morgen. Guten Morgen, Anna. Ja. Wir haben ein Sponsor. Genau, ich wollte zwar über was anderes reden, aber du hast vollkommen recht. Wir haben einen Sponsor. Ah, diese Episode wird gesponsert von der LinkedIn-Gruppe Excellent Präsentieren, der Gruppe zum gleichnamigen Audio-Podcast und diesem Videopodcast Remote Excellence. Ja, komm doch bitte in diese Gruppe. Wir lassen dich auch rein. Wir werden auch in dieser Woche dann endlich wieder ein bisschen mehr da reinschreiben. Die Themen, die wir im Audio-Podcast besprechen, aber auch die Themen, die wir hier im Videocast haben, schriftlich ein bisschen vertiefen. Und ja, wir freuen uns auf den Austausch mit euch. Ja, ich wollte dir danken. Ich wollte dir danken für letzte Woche. Da gab es ja so eine Situation, in der ich eine Mail bekommen habe am Ende eines echt wahnsinnig anstrengenden Arbeitstages. Also noch während der letzten Session, die katastrophal lief aus technischen Gründen. Ja. Und in dieser Mail habe ich zwischen den Zeilen deutliche Kritik gelesen und das ist mir so richtig ins System gefahren und ich wollte dir danken, weil du eigentlich so den Anschluss gegeben hast, wie ich mich da wieder raushebel, weil du die ganze Zeit gesagt hast, ich weiß, dass du das gut machst, weil was mir da passiert ist, ist, ich habe diese Kritik, also ich habe diese Mail mit, eigentlich war das nur eine Frage. Ja, okay. Sag mal, hast du so und so und so. Das wird dir mal besser. Ja, ja, genau, ja, genau. Da stand, hast du so und so und so und Fakt war, ich hatte so und so und so. Ja. Und zwar auch mit einem guten Gefühl eigentlich. Ja. Fakt ist aber, damit habe ich ein bisschen quasi sehr doll ausgedehnt, was die Vorgabe war. Ja. Also du hast eine Entscheidung in deiner Arbeit getroffen. Das ja, ist nicht so ganz bewusst tatsächlich. Also ist mir passiert. Egal. Leider also, eben nicht ganz bewusst. Sonst so, hätte das ich ist, ja klar reagiert. Gut, aber so, das ist dann irgendwie aufgefallen. Du hast eine Mail bekommen und diese Mail war eine Frage. Und du hast jetzt aber diese Mail erstmal Ich habe eine Kritik gelesen. Der entscheidende Punkt ist, ich habe gelesen, du hast es verkackt. Okay. Und bei mir hat es zur Folge gehabt, dass ich sofort angefangen habe. Also das Erste war, ich habe erstmal überprüft, habe ich? Ich habe. Also das, was da angefragt war, hatte ich wirklich, das ist wirklich passiert. Wie gesagt, nicht ganz bewusst, sondern einfach so mit dem Gefühl und ich habe Dinge ausgedehnt. In der Folge hat es bei mir, aber habe ich alle anderen Sachen auch durchgetextet, habe alles durchgeguckt, wo habe ich Fehler gemacht, welche Fehler habe ich gemacht. So, der Hammer, was in meinem Kopf abgegangen ist, wegen einer Frage, sag mal, hast du? Ja, ja. Wo ich hätte sagen müssen, jo, habe ich. Alles, ne? Ja, oder, ich weiß, oder dass meine Kollegin das exzellent gelöst hat, das Problem. Aber bei ihr war auch ein anstrengender Tag und deswegen war wahrscheinlich irgendwas ein bisschen aufgebrachter formuliert und deswegen habe ich ein bisschen abgedreht. Gut, also du hast interpretiert. Ja. Und weil und diese war Botschaft, ganz schlimm, ich konnte nicht schlafen. Gut, die Botschaft kam ja auch nur schriftlich zu dir und, und das ist eine auf besondere, vielen Kanälen, ne? Mail, ja, WhatsApp. Eine besondere Chat. Situation. Natürlich ist Stress, ist ja nicht nur Stress jetzt im Rahmen dieses Projektes gewesen, sondern ist ja generell auch gerade Stress. Genau. Und dann aber haben wir dann, ja mal schon in einem Podcast besprochen, ne, in einer Podcast-Folge. Glaub nicht alles, was du denkst und fühlst. Genau, das ist nämlich das, was mir dann irgendwann wieder bewusst geworden ist. Ja. Einer meiner klassischen Sätze aus jedem Training und jedem Coaching kommt es immer irgendwann vor, ey, glaub nicht alles, was du denkst und fühlst. Ja. Es gibt diesen Zustand, wo dir das Cortisol die Birne wegbrennt und du leider nur noch in Schleifen denken kannst, die meistens mit den negativen Kontexten zu tun hat. Also mit deinen Selbstzweifeln, mit deinen Unsicherheitsgefühlen und unter Stress. Wenn du wenig körperliche Begegnungen hast, wenig Zugewandtheit erlebst, wenig Oxytocin den Gegenspieler bekommst, hast du eine Art Cortisolwolke im Kopf, die dir die Birne, den Verstand wegbrennen kann. Ja. Und genau das ist mir passiert. Und dank dir ist mir das eben, also ja, dank dem Oxy, das ich eigentlich von dir bekommen habe, wofür du erstmal ein bisschen angeblufft wurdest von mir, ist mir das wieder bewusst geworden und ich habe die Kurve kriegen können und ich kann diese Woche viel besser starten und dafür wollte ich dir danken. Das gern geschehen. Also das Lustige war, also ich meine, wir haben uns unterhalten, du hast mir erzählt, dass du da Sorge hattest, dass du da alles falsch gemacht hättest und dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, du hast gesagt, nee, du hast das doch alles richtig gemacht oder, du, so, oder so, wie du es machst, ist es genau richtig. Und ich habe dich angeblufft, das weißt du gar nicht mehr. So, und dann hat das, ich meine, gut, dann bist du ja so ein bisschen in Anführungszeichen durch die Hölle gegangen, weil du schlecht geschlafen hast. Wahnsinn. Und hast, glaube ich, dann irgendwie erst um zwei oder so, irgendwie hast du reagiert, um dann irgendwas loszuwerden oder so, ja. Nee, ich habe erst um zwei hatte ich einen Plan, wie ich darauf gut reagieren kann.
Also, weil erst dann war das Cortisol im Kopf abgebaut, ganz schlicht. Ja, vorher habe ich aber nicht reagiert. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Empfehlungen, die ich habe. Ne? In solchen Situationen, wenn ihr anfangt, zwischen den Zeilen lesen wir nur, was wir denken und nicht, was jemand anders geschrieben hat. Mhm. Und damit wir das wieder in den Griff kriegen, brauchen wir Zeit, nicht sofort reagieren. Immerhin, das wusste ich, habe ich nicht gemacht. Und dann konnte ich nachts halt sagen, so, ja, das und das ist wirklich passiert, so und so habe ich mich verhalten, ich habe es überprüft, ist sonst nicht passiert, alles gut. Ja. Und gut war. Ja, genau. Und dann ist plötzlich auch das, was alles zwischen den Zeilen stand, auch gar nicht mehr da oder auch gar nicht mehr so problematisch. Ne? Doch, das hat doch noch eine Weile, bis mein Selbstbewusstsein wieder zurückgekommen ist und ganz klar wusste, alles gut, weil grundsätzlich machst du es gut. Das hat ein bisschen gedauert. Mhm. Ja, okay, klar. Also glaub nicht alles, was du denkst und fühlst. Verschaff dir Zeit oder schiebe es erstmal beiseite, mach was anderes und tausch dich mit allen möglichen Leuten, die du kriegen kannst, mit deinem Homeoffice-Buddy, mit jemand ganz anderen. Mit dem Nachbarn auf dem anderen Balkon. Rede mit anderen Menschen, begegne anderen Menschen, sorg für Oxy, weil das ist das, was uns gerade richtig fehlt. Sorg für Oxytocin, so viel du kannst, weil das hält deinen Verstand beisammen. Genau, wenn man mit Videokonferenz dann nur sprechen kann, dann immer den Augengruß machen, ja, also wirklich nicht nur lächeln, sondern richtig lächeln, ja, genau. Und dann hat man schon eine ganze Menge an Effekt, was dazu beiträgt, dass man plötzlich ganz anders die Dinge sieht. Ja, genau. Super. Okay, schöner kleiner praktischer Tipp. Ja, wir haben immer noch einen Sponsor. Ne? Genau. Diese Episode wird gesponsert von der LinkedIn-Gruppe Exzellent Präsentieren. Das ist die Gruppe zum gleichnamigen Audio-Podcast, den wir machen und zu dieser Videocast-Reihe, die ihr gerade seht. Und wir werden dort in dieser Gruppe ab jetzt auch wieder viel mehr posten und wir freuen uns auf die Begegnung und den Austausch mit euch. Und wenn ihr noch Tipps habt, ne? Was man noch machen kann gegen Cortisolüberschuss in der Birne, schreibt es in die Gruppe. Ja, darauf freuen wir uns. Okay, und ich freue mich darauf, Anna, dich morgen früh wieder zu sehen. Genau. Und mal gucken, wie müde und wie wach ich dann sein werde. Also bis morgen. Bis morgen, tschüss.